Hi ihr Lieben, ich bin's, die Mel. Heute möchte ich mit euch ein Umschlagalbum bauen, und zwar eins mit einer Drahtbinde. Ich habe im letzten Jahr so ein UFO produziert und einige hatten gefragt, wegen der Bindung hier, wie das funktioniert. Und ich dachte, heute ist der Tag, an dem ich euch das zeige, an einem neuen Projekt. Für die Seiten habe ich Umschläge vorbereitet. Wie das funktioniert, zeige ich euch sofort. Und die werden wir binden mit so einer Drahtbindung und werden ein Cover bauen, einfach aus Cardstock. Was brauchen wir denn noch dafür? Wir brauchen ein bisschen Buchbinderlein. Ich habe hier welches in 5 cm Breite, Falzbrett, Falzbein. Bisschen doppelseitiges Klebeband. Ja, das ist das, was wir so an Material brauchen. Und dann wollen wir mal loslegen. Wir beginnen mit den Umschlägen. Dafür habe ich mir Pad & Paper zurechtgeschnitten. Und zwar in der Größe 10x9 Inch. Das Papier ist übrigens aus der sommerlichen Kollektion Sunshiny Days von Pebbles. Und zwar legt ihr das quer, also 10x9, und falzt bei 1 Inch. Und bei 8 Inch, dann dreht ihr das Ganze um 90 Grad und falzt einmal bei 3 Inch und bei 7¼. Wobei diese Maße hier jetzt nicht so wichtig sind. Wichtig ist, dass das Stück, das hier in der Mitte ist, 4¼ Inch groß ist. Ich möchte in meine Alben nachher Karten reintun können, die 4x6 Inches groß sind. Wenn ihr das gefalzt habt, einmal wieder zur Seite, nehmt ihr euch die Schere und schneidet die Ecken zurück. Und ihr seht, ich habe das hier so ein bisschen angeschrägt. Das ist, wenn der Umschlag nachher zusammengefaltet ist, dass wir hier so ein bisschen eine Aussparung haben, dass man das A besser rumklappen kann und man kann es dann auch ein bisschen besser greifen, was da drin steckt. Weil ich hier aber jetzt irgendwie nicht mit exakten Maßen arbeite, wende ich da einen kleinen Trick an. Und zwar falte ich das einmal um. Und markiere mir hier einmal mit dem Bleistift, wo die Kante von dem ersten Stück anschlägt. Das erste habe ich halt so Pi mal Auge gemacht. Und dann kann ich mit der Schere hier einfach weiter schneiden. Ich klebe die, also diesen Teil, die Seitenlaschen und die untere mit doppelseitigem Klebeband fest. Und wenn ich jetzt zuerst die Seitenteile umgeklappt habe, kann ich mit dem Eckenrunder hier gut an diese Laschen ran und da die Ecken noch ein bisschen runden. Dann sieht das ein bisschen gefälliger aus. Als nächstes nehme ich mir meine beiden Cardstock-Streifen, die ich für das Cover vorgesehen habe. Die sind 12x4½ Inch groß. Die möchte ich hier zusammenkleben. Dafür nehme ich Buchbinderlein. Ihr könntet alternativ sicherlich auch ein gut klebendes Washi nehmen oder was immer euch da einfällt. Ich mag halt gerne Buchbinderlein und das hatte ich hier. Und deshalb nehme ich das. Das ist von der Länge, sind es gut 25 cm, die ich hier habe. Ich habe meine Cardstock-Streifen jetzt also hier einmal zusammengeklappt, ja, da wo die Stücke aufeinander stoßen, falte das jetzt aufeinander und jetzt lege ich das hier nochmal an mein Falzbrett und ziehe eine Falzlinie am Rand, ziemlich genau am Rand von diesem Buchbinderlein. Wenn wir gut mittig geklebt haben, wie gesagt 5 cm, das sind bummelig 2 Inch, von daher kommt das ganz gut hin. Wenn ihr also jeweils 1 Inch entfernt von diesem Mittelfalz nochmal eine Falzlinie zieht. Was ihr jetzt erstmal macht, da noch nicht knicken, sondern wieder so zusammenlegen.
kann man noch mal ein bisschen mit Gewalt bearbeiten. So werden wir das gleich verarbeiten. Zum Binden mit dem Drahtbinderücken verwende ich meine Cinch. Ich musste eben einmal beim Herstellervideo nachgucken, heißt es jetzt Cinch oder Cinch? Aber sie haben gesagt, es heißt Cinch, deshalb benutze ich diese Vokabel jetzt so. Aber es ist ja auch völlig egal. Dieses Teil ist hier an der Seite mit dem Gurt, ist der Griff befestigt zum Wegpacken. Für die, die das noch nicht kennen, mit diesem Teil kann man lochen. Hier sind so Schnupsis, wo man nach Bedarf einstellen kann, was, wie viel, an welcher Stelle gelocht werden muss. Das finde ich persönlich sehr nett, weil ich halt damit auch gut dekorative Lochungen machen kann. Und auf der anderen Seite ist hier so ein... Ups, so, seht ihr das, ne? Wenn man das runterdrückt, dann geht dieses Teil hier runter. Damit kann man den Draht in den Rücken dann zusammen pressen. Das ist jetzt hier vor der Kamera nicht so richtig hübsch zu machen, aber ich erkläre euch einmal, was ich tue. Und zwar finde ich das immer ein bisschen schwierig, so ganz genau die Mitte zu treffen. Deshalb nehme ich mir immer ein Probestück. Ich habe mir jetzt also hier einen Cardstock-Rest in Breite, was ist das jetzt hier, 4¼ Inch, also so breit wie die Umschläge sind, zugeschnitten. Und den knicke ich jetzt einmal in der Mitte. Und hier ist eine Markierung auch für die Mitte. So, das ziehe ich einmal raus. Genau, die Knöpfe, die reingedrückt sind, das sind die immer, wo gelocht wird. So, und wenn ich jetzt dieses hier anlege an die Mitte und jetzt kann ich gucken, dass ich hier zack, 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 das werden die Löcher sein, die ich mache. Hier ist meine Mitte und damit das jetzt gleich genau gut passt, klebe ich mir hier ein Stückchen Washi ran als Markierung, damit meine Umschläge alle gleich gelocht werden. So, mein Trick mit dem Restpapier und dem Anzeichnen habe ich jetzt gerade für die Breite hier für unsere Buchdeckel auch gemacht. Das heißt, das sollte jetzt auch mittig sein. Ich habe hier einfach auf mein Waschi-Stück noch einen Bleistiftstrich drauf gemacht. Das mache ich jetzt weg. So, und das kann ich einmal kontrollieren. Würde sagen, das sieht gut aus. Liegt schön mittig. Das nehmen wir so. Was wir dann brauchen, ist wie gesagt die Drahtbindung und einmal eine Zange. Ich habe jetzt hier 6 Löcher gemacht, das schneide ich mir ein Stück ab. 2, 3, 4, 5, was? Oh Gott, bis 6, 10 ist auch nicht so richtig. Zack. So, und die hänge ich jetzt hier ein und dann kann ich da meine Seiten ganz wunderbar einbinden. So, ich versuche jetzt mal, ob ich hier ein bisschen Perspektivwechsel hinbekomme. Ich habe mal das Handy hier mit hingestellt zum Film. Ich habe also meine Seiten und das jetzt hier aufgefädelt. Und was ich nun mache, ist, dass ich die Drahtbindung mit den Fingern hier hinten gegenhalte, gegen das Gerät. In der Hoffnung, dass das jetzt vorführeffektmäßig auch funktioniert. Viele haben nämlich gefragt, wie kriegt man die richtig rund? Ich arbeite jetzt auch falsch rum. Okay. Und das Geheimnis ist eigentlich, die Drahtbindung hinten gegenzuhalten und das Ganze mit ein bisschen Gefühl zu machen. Ich hoffe. Und tada! Das würde ich sagen, ist ziemlich rund geworden. Und das, obwohl ich es mit der falschen Hand gemacht habe. Also, das Geheimnis ist wirklich gegendrücken und Stück für Stück vorsichtig zusammendrücken. Ich weiß, im Werbevideo wird es anders gezeigt, aber wenn ihr wollt, dass es wirklich rund wird, macht es so, dann klappt es auch. So, jetzt habe ich also meine Seiten hier eingebunden und jetzt kann ich da, wo wir vorhin gefalzt haben, das rumknicken. Und so sieht das jetzt hinten aus, der Buchrücken. Da kann man die Bindung schön sehen.
Und durch das Buchbinderlein ist das Ganze natürlich auch stabil genug. Ich denke, so Cardstock alleine, da würde es sonst schnell rausreißen. Aber so geht es gut. Jetzt kann man einfach nochmal gucken, wie weit ihr hier die Buchdecke einkürzen wollt. Vielleicht einen Verschluss dran machen, ähnliches. Ganz nach Geschmack. Und hier für die Umschläge habe ich mir halt Karten vorbereitet. Wie gesagt, 6x4 Inch, 4x6, wie auch immer. Stunde der Wahrheit, passt das? Und ich würde sagen, passt super. Oh, da ist sogar noch Platz nach hinten. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich nicht genau wusste, wie viel Platz hier durch das Lochen eingenommen wird. Ich hätte natürlich vorher messen können, habe ich nicht gemacht. So. Das Ganze werde ich jetzt noch ein bisschen anhübschen und wie es dann aussieht, zeige ich euch natürlich gleich noch. Ich hoffe, euch hat die Idee ein bisschen gefallen. Ich freue mich dann natürlich über ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal und tschüss!